Harry sagt Hallo und guten Morgen. Ja, guten Morgen. Trübe Aussichten heute am 11. April 2024. Ich schaue gerade mal auf die Uhr. Das ist jetzt kein gutes Wetter, wenn man so verbal sagen kann. 27 Grad, 8 Uhr und 17 Minuten. Ja, was soll ich sagen? Wir haben ihn wieder. Ich würde sagen, den Kalima. Und soll wohl noch ein paar Tage so bleiben. Ja, was macht man da? Plan B. Zum Beispiel nach Las Palmas fahren. Wer möchte, kann noch gerne mitfahren heute. Kein Problem. Einfach anmelden beim Host. Telefonnummer steht unten mit drin. Die WhatsApp-Nummer, Telefonnummer. Mit der spanischen Vorwahl ganz einfach eingeben ins Telefon und dann anrufen, reservieren, sagen, wo ihr zusteigen möchtet. Und dann sagt Horst euch am Telefon genau, um wie viel Uhr ihr wann stehen müsst, sollt, könnt. Und dann geht es auch los. Es geht ungefähr so um 17 Uhr los. Die Abholung dauert eine halbe Stunde. Und dann geht es nach Las Palmas auf direkten Wege erst zum Markt und da kann man kurz einen Stopp machen an den Markthallen, ein bisschen Tapas naschen und dann geht es weiter in die Altstadt und ihr könnt dort rumlaufen, trinken, essen, was ihr machen möchtet. Überhaupt kein Problem, also kein festes Programm. Aber offizieller Tenor ist Tapas essen, Tapasnacht in Las Palmas. Die Altstadt schön, Lichter gucken und also gar kein Problem, sind noch Plätze frei, genügend. Wir fahren mit dem großen Bus, wir sind auch mit dabei, eine ganze Gruppe. Und ja, es macht immer viel Spaß. Und man braucht nicht fahren, 20 Euro pro Person. Und ihr seid mit dabei. So, mal schauen, was es hier Neues an unserem Weg gibt. Ja, der Weg, der ist nicht mehr da, der führt da ins Nichts. In den Sand. Und da komme ich gleich zum nächsten Thema. Und zwar Freitag, Leuchtturm-Faro-Tag. Ich wurde gefragt, ja, wir sind da. Bilder gibt es auch vom Viktor. Schöne Aquarelle und Acrylbilder und die Taschen und Harrys Becher auch. So ist die Situation jetzt hier. Bis zum Surfburger. Hier seht ihr noch den ganz normalen Weg. Hola, so, und hier ist dann kein Weg mehr. Nein, hier ist alles geebnet worden ich nehme an, mit dem Radlader. Und die Sachen, der Weg ist zur Seite gestellt worden. Die einzige vernünftige Lösung, die man machen konnte. So, und dann wird man jetzt wohl wieder die Platten hinlegen. Ja, so sieht das jetzt aus. Aktuell der Strandweg hier vorm El Senador, vorm Valero Beach oder dem Surfbrügge. Aber wenigstens Wasser ist keins mehr hier reingelaufen. Hier war wohl die schlimmste Stelle jetzt, die jetzt hier kommt. Man hat hier aber ganz schön Sand aufgefüllt. Der Übergang hier zum
zum El Senador, da ist eine richtige Stufe drin jetzt. Also sagen wir mal, der Sand ist höher wie der Eingangsbereich. Das hat man wohl gerade eben erst fertig gemacht hier. Ja, und dann heißt es Abschied nehmen, ja, von meinem Fahrrad. Ich war ja gestern in Las Palmas, also in zwei verschiedenen Stellen, und habe mich umgesehen und bin dann auch fündig geworden. Ich wollte ein bestimmtes Modell in einer bestimmten Farbe und habe es auch gekriegt. Ja, und das kommt dann morgen im Laufe des Vormittags, und dann nehme ich mal an, dass ich am Wochenende neu unterwegs sein werde. Ja, was mache ich mit meinem alten Fahrrad? Vielleicht hat ja jemand Interesse oder Verwende oder weiß, was man machen könnte. Es hat viele, viele Jahre gute Dienste geleistet, fährt auch noch. Werde es auch noch mal jetzt zum Nachsehen geben. Aber Reservefahrrad habe ich eh schon eins, ein Reservefahrrad, das ich auch nicht benutze. Also, es müssen beide weg, das Reservefahrrad und das Harry-Fahrrad, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer ich damit gefahren bin. Aber ich schätze mal so, jeden Tag im Schnitt 10 Kilometer. Und das über 20 Jahre. Da kommt einiges zusammen. So, dann machen wir das Wetter. Das aktuelle Wetter gleich. Ja, heute am 11. April 2024 um 9.50 Uhr ist Niedrigwasser. Das heißt, wir haben jetzt ablaufendes Wasser. Um 16 Uhr ist Hochwasser. Und um 22 Uhr ist wieder Niedrigwasser. Um 7.40 Uhr war Sonnenaufgang. Und um 20.24 Uhr ist Sonnenuntergang. Tiefstwerte waren es heute Nacht 24 Grad und Höchstwerte werden heute 34 Grad erwartet. Das ist das offizielle Wettergeschehen, Vorhersage. Wassertemperaturen immer jetzt. Wird wohl auch nicht kälter werden wie 20 Grad. So, und hier, so sieht es hier aus. Hier habe ich ja gestern auch Fotos gemacht oder Video. Man hat auch hier wieder ein bisschen Sand aufgefüllt. Der Beton hier über den Holzlatten oder Holzbalken wurde nicht ausgebessert, nein. Ja, aktuelle Situation hier am Strand, und ich werde jetzt auch gleich, ja, hier steht mein Fahrrad. Das tut mir jetzt schon richtig leid, das wegzugeben. Ja, was gibt's noch? Kalender haben wir keine, da kam die Frage, nein. Plan B könnt ihr bestellen bei der Antje. In Deutschland, wird in Deutschland geliefert, habt ihr innerhalb von wenigen Tagen dann zu Hause. Was Plan B ist, am Ende des Videos ein Erklärungsvideo, was der Plan B ist. Reiseleiter, Reiseführer. Und auf dem aktuellen neuesten Stand. Ja, wer Freitag nicht zum Leuchtturm kann, die Tassen und die T-Shirts gibt es auch im Organic Food, wer das möchte. Das ist in der Sita, in der unteren Etage neben dem Café Zipf. Ja, Thermometer hier zeigt 28 Grad an.
Ich werde wohl das Wetter, das in Kurzform, weiß ich noch nicht. Ja, ich freue mich schon auf heute Abend auf Las Palmas. Entspannt mit dem Bus reisen. Ja, da kommen, glaube ich, schon ein paar. Nee, das sind die gleichen Farben, die auffälligen wie die Männer von der Gemeinde. Und jetzt gibt es erstmal das Wetter in Kurzform. Ja, und es wird auch schon wärmer. Man merkt es richtig, ein bisschen Wind kommt auf und der Wind ist warm. Ja, was soll man machen, wenn man jetzt sagt, es ist schlechtes Wetter? Das ist kein schlechtes Wetter, das ist anderes Wetter. Melanie kam gerade, die ist schon von Playa hierher gelaufen und läuft jetzt wieder zurück, macht damit ihren Morgensport. Ja, und ist dann über eine Stunde dann unterwegs am frühen Morgen. So die kleine obligatorische Runde auf dem Steg. Ja, unsere kleine vorgelagerte Insel, man sieht sie wieder. Da stolziert er, der kleine Reiher. So, dann schauen wir auch mal nach oben. Und wenn es ja hier nicht ganz so wie gewohnt ist, dann kann man das auch nicht ändern, sondern man muss es dann ganz einfach auch hinnehmen. Ja, hier ist es ein bisschen nass, aber nicht vom Regen, sondern hier von der Bewässerung. Man will den Rasen doch wieder ein bisschen hochpäppeln und das wird auch gelingen. Mit Wasser funktioniert das. Ja, das wäre jetzt wieder so das Wetter für Plan B. Was unternehmen? Ich würde sagen, zum Beispiel jetzt in die Stadt nach Las Palmas oder nach Arinaga an den Hafen oder die Stadt Mogán oder zum Beispiel Fataga. Und wenn ihr jetzt den Plan B hättet, einfach nachschlagen, Bus raussuchen und dann losfahren. Oder mit dem Leihwagen bzw. einige Touren
gehen eben nur mit dem Auto. Aber man kann sich ja auch früh ein Auto mieten und es abends wieder zurückgeben. So, hier vorne ist immer noch große Baustelle. Saphir Juwelier. Der Rasen hier, der ist richtig schön. Wird ja auch richtig gut gepflegt. Ja, wenn es da unten am Strand nicht ganz so schön ist, dann fahren wir halt hier oben. Ja, mittlerweile kennt man sich hier. So, und da sieht man mal, wie das gemacht wird, wenn es ganz oben Glasflächen gibt. Da braucht man keine Leiter. Nein, man braucht nur eine lange Stange. Und dann klappt das schon. Ja, wird alles von unten gemacht. Ja, man merkt, die Luft ist sehr, sehr trocken, das heißt, an den Lippen, an den Augen. Apropos Auge, ja, dem Auge geht's wieder gut. Gleich schon nach dem Besuch beim Augenarzt hat sich das gute Gefühl wieder eingestellt. Klar, wenn ein Fremdkörper im Auge ist. Aber wenn man denkt oder glaubt, ja, das muss ja alleine rausgehen, dann habe ich auch immer gedacht, das ist am nächsten Tag. Nein, aber es ist nicht so. Also manchmal muss man nachhelfen. So, hier fehlt immer noch der eine Stern vom Hotel Rio Palace. Ich weiß nicht, ob das denen vielleicht noch gar nicht aufgefallen ist. Vielleicht hat ihn jemand... Nein, der hing schon irgendwie komisch und deswegen nehme ich an, dass der sich gelöst hat. So, dann mache ich jetzt bis hierher und fahre wieder zurück. Ja, nicht die tolle Urlaubsstimmung jetzt hier und die schauen auch die Gäste alle ein bisschen getrübt, sage ich mal, aber ...8:52 Uhr, jetzt zeigt hier das Thermometer 31 Grad an. So, Varadero, das Shoppingcenter, die untere Etage. Da ist immer gut was los, aber nach oben gehen die Menschen nicht so gerne. Dann fahren wir hier mal wieder vorbei.
vorne das Baobab, was gibt's hier Neues, Juwelier gibt's hier, No Work Team für Children, dann was für die Brillen, Desigual, ein Pharmaladen, Aubergine, Boutique Solar, Varadero, Birkenstock, Schuhe Hensis, hier baut man neu. Fotosine, das war früher der Laden, wo man die ganzen Urlaubsbilder entwickeln ließ, innerhalb von Stunden. Die richtigen Bilder mit Papier und Lego, Adrian. Also einige Firmen haben sich noch gehalten, die kenne ich von früher. Da ist unser Grimaldi. So, Rio Parfüms, und jetzt haben wir sie auch durch. Ja, im Anschluss gibt es dann noch das kleine Video vom Plan B zum Plan B. Und noch ein Erklärungsvideo für die 360 Grad, wenn jemand die Bilder oder die Videos ansehen möchte auf dem 360 Grad Kanal, damit man auch weiß richtig, wie man die betrachtet. So, hier oben das Asia-Haus gibt es auch immer noch. Das ist auch eigentlich eine gute Adresse. El Gaucho hat man, war ich nicht essen, aber hat man gesagt, ist gut. So, und jetzt vielleicht mal eine Runde Richtung Costa Meloneras. Das wärst du auch mal wieder am Nachmittag. So, wir fahren dann mal hinein und lassen das Hotel-Foyer geschehen auf uns wirken. Ja, ankommen und abfahren, das ist hier Hand in Hand. So, hier sieht man dann auch von der Ferne schon wieder den Busbahnhof. Auch gestern wieder bekannte Freunde, die sagen, Mensch, mit dem Busfahren, das klappt hier so gut, das ist so ein einfach und unkompliziert und günstig. Ja, wenn man in Deutschland zum Beispiel auf dem Land wohnt und da kaum Busverbindungen hat, dann ist das natürlich sehr, sehr gut. Und die Städter sagen, naja, könnte besser sein, aber... So, jetzt wird es ein bisschen heller hier, aber windig. So, ich nehme euch noch mit ein bisschen zur Chalca. Ja, das Fahrrad, das neue, ihr werdet es ja sicher dann sehen, ist ein bisschen was anderes. Nicht ein normales Fahrrad und hat auch Elektrounterstützung. Das heißt, dass ich auch weitere Touren mit dem Fahrrad machen kann. Es ist ja dann doch immer so ein begrenzter Radius und wenn man weiter möchte, eventuell mit dem Roller oder dann dem Auto, und aufs Auto möchte ich so weit wie es geht verzichten. Ja, hier pfeift ja richtig der Wind. Ich weiß nicht, ob man das so mitkriegt, aber gut für die Augen kann das auf keinen Fall sein.
So, jetzt geht's hier an der Charke entlang. Nee, das ist jetzt nicht so schön hier. So, ich werde auch das Video jetzt hier beenden und sage ganz einfach, ja, hasta luego, bis zur Realität. Mal sehen, wo es mich da hintreibt. Richtiges Schilf hier. So, hasta luego. Ja, ich glaube, mein externes Mikro hat sich verabschiedet. Entweder Kontakt verloren zur Kamera oder die Batterie leer. Das kann ich jetzt nicht sagen. Dann ist das mit den Windgeräuschen doch ganz schön heftig gewesen jetzt vorhin. Gut, ich werde es kontrollieren und dann abstellen. Ich sage jetzt, bei hier etwas weniger Wind, nochmals als Nachtrag hasta luego. Und jetzt viel Spaß mit dem kleinen Video noch. Und hier geht's zum Luki und Tine Shopping Center, La Sandia. Und Tine und Luki erwarten uns, euch. Ja, und so sieht's hier aus. Das erwartet euch, wenn ihr hier in der Larifari Bar seid. Gute Laune, Stimmung, Tanz, Unterhaltung, Entertainment. Und vor allen Dingen, ja, immer gute Getränke. Also auf ein neues hier oder auf einen Besuch in der Larifari Bar bei Tine und Luki. Ja, und hier ist das Immobilienbüro Europa. Also hier werdet ihr immer beraten, bedient, wenn ihr Fragen habt, Vermietungen, Verkauf. Und alle Informationen bekommen auch jetzt zum neuen Mietgesetz. Was ändert sich da? Was gibt es da Neues? Und hier sind dann die aktuellen Immobilienangebote. Hallo zusammen. Ja, ein Spezial, ganz speziell. Und zwar Harry Spezial.
Heute geht es um die 360-Grad-Videos. Wir haben ganz viele Fragen bekommen. Wie funktioniert das? Wie kann ich mir das eigentlich angucken? Ich kriege das nicht hin mit dem Scrollen, mit dem Hin- und Herbewegen. Und das möchte ich euch an dieser Stelle einfach mal erklären, zeigen, so ein bisschen hier in diesem kleinen Video. Man kann unter anderem hier jetzt an dem Rädchen die Qualität umstellen. Das habt ihr gerade gesehen. Dann gibt es links oben in der Ecke so eine Art Joystick. Kann man auch mit der Maus drauf gehen und sich frei auf dem Bild bewegen. Und im Prinzip wird man dann immer mit dieser Maus ja vor und zurück, nach oben, nach unten. Die Kamera sitzt jetzt hier bei unserem Harry oben auf dem Helm und wird somit also genau in Blickrichtung geführt. Allerdings ja, kann man sich die Blickrichtung aussuchen. Man kann das Bild auch anhalten und dann einfach ja sich hin und her bewegen, wie ihr hier gerade auf dem Video seht. Ich bewege also die Maus eigentlich nur ein Stückchen hin und her, schieb sie nach oben, schieb sie nach unten. Und das funktioniert natürlich auch hier bei unserem Faro, ganz klar. Das ist auch eine Aufnahme mit der 360-Grad-Kamera. Da kann man dann auch sich so ein bisschen hin und her bewegen, im Kreis drehen. Und wie gesagt, die Qualität, die müsst ihr euch dann selber einstellen. Ich habe das jetzt hier auf eine relativ geringe Qualität, damit man da das Video hier auch vernünftig sehen kann. Mit der Maus anhalten, hin und her bewegen und dann könnt ihr im Prinzip alles gucken. Und jetzt gehen wir zu der Handybenutzung. Da habe ich mal mein Handy abgefilmt. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Also, wenn man mit dem Handy ein 360-Grad-Video aufruft, dreht man das Handy einfach hin und her. Ich bewege es jetzt von oben nach unten, zur Seite, rechts und links und da braucht man noch nicht mal seinen Finger benutzen. Man kann das Handy natürlich auch auf Querformat stellen oder Hochformat, je nachdem, wie man es am liebsten hat und sehen möchte. Man kann das auch mit dem Finger machen, so wie ich es jetzt euch zeige. Dann dreht man das eigentlich nur hin und her, wie mit der Maus, nur in dem Falle mit dem Finger auf dem Touchscreen. Genauso, wenn man das jetzt auf dem Tablet macht, da funktioniert das ganz genauso. Auch auf dem Handy kann man die Qualität der Aufnahme einstellen. Und zwar gibt es da auch die Möglichkeit, oben an diesem Rädchen die Bildauflösung bzw. Die Qualität einzustellen. Und dementsprechend hat man dann, wie ihr jetzt seht, natürlich auch ein viel schärferes Bild. Normal werden die Videos erst einmal in einer relativ geringen Auflösung eingestellt und ihr dann zu Hause stellt euch die Videos dann auf die bestmögliche Qualität ein. Ja, und mehr ist es dann im Endeffekt auch gar nicht. An dieser Stelle möchten wir uns bei euch bedanken. Ja, ich hoffe, wir konnten eure Fragen klären. Ja, und dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!